Ich hätte unglaublich Bock darauf, wirklich so 24 Stunden nur zocken und zwar alles mögliche. Ich habe so Bock. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Commentary. Im Hintergrund läuft Ender Games und ja, ich wollte euch ein paar Infos durchgeben bzw. mit euch über ein paar Themen sprechen. Und ich dachte mir, ich hau einfach ein bisschen Ingame-Zeug dahinter. Wer mag, kann es sich angucken. Wer nicht, der kann einfach nur so zuhören. Ist eigentlich relativ egal. Das waren jetzt so zwei, ja, doch recht gute Ender-Games-Runden, sag ich mal, die auf jeden Fall interessant und spannend waren. Kann man nicht anders sagen. Ja, viel mehr möchte ich aber zum Ingame auch nicht sagen, sondern jetzt gleich mal zu den Themen kommen, die ich mir so ein bisschen rausgesucht habe. Und zwar habe ich mir zum einen überlegt, ein bisschen mehr Interaktion in Minecraft, in den ganzen Minecraft-Minigames und Adventure-Maps und sowas herzustellen. Und ich habe mir dabei was überlegt, wie wir dafür sorgen können, also ihr und ich, dass mehr von dem Zeug kommt, was ihr mögt. Also wenn ihr zum Beispiel Ender-Games mögt, also die letzte Folge kam sehr gut an mit 10 oder 12 Likes, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall eine Menge, soll davon auch mehr kommen. Und da habe ich mir überlegt, wenn ein Minecraft-Minigame 10 Likes bekommt, dann werde ich es am nächsten Tag auch nochmal bringen. Das bedeutet, theoretisch, wenn Ender Games gut ankommt bei euch, 10 Likes bekommt, dann kommt am nächsten Tag nochmal Ender Games. Also zumindest, wenn alles klappt. So ist dann die Theorie. Das heißt, wenn ihr die Videos positiv bewertet, und wenn ihr sie mögt natürlich, ist natürlich Sinn der Sache, dann wird davon auch mehr kommen. Ja, das dazu einfach. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Regelung findet, ob ihr sie gut findet, ob ihr sie schlecht findet oder ob es Kritik dran auszusetzen gibt. Keine Ahnung, es ist jetzt ein relativ spontaner Einfall und daher müssen wir mal gucken, wie das Ganze läuft. Aber wir können es ja jetzt mal ein paar Tage lang probieren. Ja, gut, dann überlege ich in letzter Zeit einen 24-Stunden-Livestream zu machen. Ich hätte unglaublich Bock darauf, wirklich so 24 Stunden nur zocken und zwar alles mögliche. Ich habe so Bock. Könnten wir Pokémon Mystery Dungeon endlich mal weitermachen, was wir ja schon seit einer Weile nicht mehr gemacht haben. Wir können allerhand an Minecraft machen, da weiß ich, dass ich mich stundenlang damit beschäftigen kann. Binding of Isaac können wir zig Runs versuchen und da ist einfach eine ganze Menge drin und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ja, und das einzige Problem, also, ist dabei, dass ich nicht glaube, dass mein Laptop das durchhalten wird. Ich glaube, der würde abschmieren. Der hat ja schon mal bei einem Livestream, wo ich Facecam benutzt habe, und Facecam würde ich da auch unbedingt benutzen wollen, weil ich sicherlich am Ende total fertig aussehen werde und das könnte doch ein bisschen unterhaltsam sein. Ja, deswegen würde ich das gerne alles so machen und da ist der Laptop ja schon vollkommen abgestürzt einmal. Und 24 Stunden streamen, ich glaube, das würde der nicht überleben. Und deswegen bin ich gerade dabei, oder hat mir jemand schon mal PC-Teile rausgesucht, weil ich nicht so unendlich viel Ahnung davon habe. Und ja, die Teile werde ich bald bestellen. Am liebsten würde ich sie jetzt sofort bestellen, aber mir fehlt leider ein bisschen Geld. Also ich habe genug Geld, um es zu bestellen, aber man sollte ja auch immer so ein bisschen in Reserve haben, ne? Denn man hat ja auch noch andere Kosten, die man bezahlen muss. Und manchmal kommt das ein oder andere Unerwartete dazu und plötzlich sitze ich in der Scheiße und deswegen kämpfe ich gerade so ein bisschen mit mir, ob ich auf Risiko gehe und einfach bestelle oder ob ich lieber warte und auf Nummer sicher gehe. Ich würde nämlich schon gerne, also die meisten von euch werden ja Sommerferien haben und da würde es sich natürlich anbieten, so einen Stream zu machen, würde ich den eben schon gerne sehr bald machen wollen und von daher wäre auch der PC eine coole Neuerung. Außerdem nervt mich im Moment so dieses Facecam-Zeug sehr, sehr, weil es laggt häufig oder irgendwas klappt nicht und mit einem PC, der sollte das eigentlich alles problemlos schaffen und da könnte man auch ganz andere Spiele wieder spielen und so weiter und so fort. Das wäre einfach ein bisschen cooler, ein bisschen entspannter, rendern würde viel schneller gehen. Ich habe im Moment echt zeitlich meistens die Probleme, nicht weil ich es nicht schneide, nicht weil ich nicht aufnehme, sondern weil ich es nicht render. Weil wenn ich bei meinem Laptop im Moment render, dann dauert das meistens 2 bis 3 Mal so lange, wie das eigentliche Video geht. Also wenn ich was 20 Minuten langes rendern möchte, dann eine Stunde zum Beispiel, das ist, ja, doch, manchmal ist es sogar mehr als eine Stunde und das ist natürlich übel. Das ist natürlich richtig, richtig übel und, ja, da würde ich natürlich sehr, sehr gerne irgendwas haben, wo es vielleicht sogar schneller als in 20 Minuten geht, wo es schneller geht als Echtzeit. Und das wäre mit einem PC eben auch möglich.
Ja, deswegen, das wäre schon alles ein bisschen entspannter, das Ganze, und es würde vielleicht auch ein bisschen mehr kommen und ich würde sehr, sehr viel Zeit sparen. Und genau, wenn es halt rendert, kann ich an meinem Laptop im Moment nichts machen. Es laggt dann alles wie verrückt, es braucht die komplette Leistung und Musik hören geht gerade so, aber laggt auch manchmal dann schon und ja, deswegen wird ein PC langsam echt mal Zeit und deswegen hätte ich den auch ziemlich, ziemlich bald sehr gerne. Also wenn irgendwer zufällig 200, 300 Euro übrig hat, ne, meldet euch. Nein, ist nur ein Scherz. Nicht, dass jetzt irgendwer auf die Idee kommt, ne. Ja, das dazu. Dann zurück zum Livestream. Da plane ich dann auch, das ein bisschen besonders natürlich aufzuziehen, so ein paar kleine Events und Aktionen da reinzubringen. Zum Beispiel, wenn ich 100 Zuschauer erreiche irgendwann mal im Laufe dieses Streams, dann hänge ich nochmal 12 Stunden Stream ran oder sowas, dass dann aus dem 24 Stunden Stream ein 36 Stunden Stream wird. Oder zum Beispiel bei 200 Zuschauern, was natürlich mega krass wäre, mache ich daraus einen 48 Stunden Livestream oder sowas. Sowas in die Richtung habe ich so angedacht und dann kann man natürlich auch noch andere Events machen. Ich werde auch vorher natürlich versuchen, möglichst viele Leute zu fragen, ob sie im Stream mitmachen wollen. Also nicht die ganze Zeit natürlich, sondern einfach mal so eine Stunde, ein, zwei Stunden, so lange, wie sie halt Bock haben. Zum Beispiel Paul oder den PC-Freak oder Zoe oder Björn vielleicht auch, falls er zufällig Zeit hat. Dom, keine Ahnung, wen es da alles so gibt, mit wem ich alles so aufnehme halt, ne, und Rompe und so, da gibt es ja sehr, sehr viele Leute noch, mit denen man was machen könnte und, ja, ich denke schon, dass das dann immer so ein Mischmasch sein würde aus ich alleine und ich mit anderen. Vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, können auch ein paar Zuschauer mitmachen, also mitspielen sowieso die ganze Zeit, ist natürlich klar, aber vielleicht auch dabei sein im Teamspeak. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das machen möchte, weil ich kennen viele von euch eben nur aus den Kommentaren und da weiß man halt nicht, wie ist die Qualität muss natürlich auch bei dem Stream irgendwie stimmen und es muss natürlich irgendwie zusammenpassen und wenn da jetzt einer dabei ist, ich meine, wenn zum Beispiel, ich habe jetzt 100 Zuschauer und 99 davon sind die geilsten Leute auf der Welt und dann gibt es einen Idioten dabei und ausgerechnet den wähle ich dann aus, der mitmachen darf, ja, dann versaue ich das Ganze natürlich schon wieder und deswegen bin ich dann noch stark am Überlegen, ob ich das überhaupt machen möchte, ob ich das Risiko eingehen will oder ob ihr einfach zuguckt und mitspielen könnt, ohne dass wir miteinander quatschen. Müssen wir mal sehen, wie das Ganze wird, muss man sich natürlich ein paar Gedanken drüber machen und Giveaways oder sowas wäre natürlich auch ziemlich cool, aber ich glaube, da ist nichts drin. Oder irgendwelche Live-Aktionen, die man einfach machen kann, vielleicht so ein Live-Challenge-Me oder sowas wäre ja auch ganz cool, wo ich dann zwei, drei Challenges raussuche und die versuche und wenn ich sie nicht schaffe, muss ich eben dann im Livestream eine Bestrafung machen oder sowas. Das sind jetzt so ganz spontane Ideen, die mir hier während ich ein bisschen quatsche einfallen und ja, von daher schreibt mir einfach mal eure Meinung, was ihr von so einem 24-Stunden-Livestream halten würdet, ob ihr den überhaupt gucken würdet. Also ist mir schon klar, dass niemand von euch 24 Stunden zugucken wird, aber wäre schon cool, wenn immer mal so zwei, drei Leute da sind, konsequent, die eben zugucken würden. Das nicht, dass ich da alleine bin und streame und niemand ist da, dann wäre es natürlich auch irgendwie ein bisschen doof. Von daher, Interesse sollte schon da sein und ja, keine Ahnung, was man da dann noch so machen muss und es wird sehr, sehr anstrengend werden. Aber ich hätte wirklich, wirklich Bock drauf, auf so einen richtig langen Stream, aber dafür brauche ich eben den PC, der das ein bisschen aushält. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich weiß nicht, viel mehr glaube ich eigentlich nicht. Das sind so die Themen, die ich abhaken wollte und ich wollte das nicht wieder in Hide and Seek machen, weil Hide and Seek, ja, manchmal ist das ganz okay, aber ich weiß nicht, auf Dauer irgendwie nicht und ich finde auch so ein Commentary ist irgendwie ein bisschen angenehmer, kann man sich ein bisschen mehr auf die Themen konzentrieren, fokussieren und schweift nicht ständig ab. Oh, ein Seeker! Oh, huh, nicht gesehen. Gut, also ich wollte noch oh, nochmal, huh, ja, ne, ihr kennt das Ganze. Besonders ich bin da sehr, sehr schlimm, was das Abschweifen angeht und ja. Gut, dann wollte ich noch fragen, als letztes, wie ihr denn solche Commentaries findet. Also ich finde sie, wie gesagt, sehr, sehr entspannt. Aber vielleicht findet ihr es besser, wenn ich versuche, während einer Survival-Games-Runde mit euch darüber zu sprechen. Und vielleicht findet ihr das mit Gameplays gar nicht so interessant und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und man kann sich natürlich bei Commentaries auch mal Themen raussuchen oder so, über die man spricht. Keine Ahnung. Außerdem würde ich gerne von euch wissen, falls ich das öfter mache. Ich habe das schon mal gemacht und da habe ich
drei Parts lang, also ungefähr eine Stunde lang, Fragen von euch beantwortet. Da habe ich schon mal einfach Ingame-Szenen hintergehauen mit Ton und damals gab es Kritik, dass der Ingame-Sound doch bitte ausgemacht werden könnte dabei. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall nochmal beherzigt. Das war schon ewig lange her, aber die Kritik habe ich beherzigt. Und ja, deswegen gibt es auch keinen Ingame-Sound hier. Und ein bisschen Musik werde ich wahrscheinlich hintergelegt haben, damit es nicht total leer klingt. Ja, aber ansonsten, wie findet ihr das? Findet ihr, Ingame-Sound sollte dabei sein oder findet ihr, Ingame-Sound braucht nicht dabei sein? Und ist Musik okay oder wollt ihr auch komplett ohne Musik? Also, das sind auch noch so Sachen, die ihr vielleicht in die Kommentare schreiben könntet. Und ja, ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank für all die Unterstützung. Also zum Beispiel bei Ender Games wurde ja richtig gut bewertet und auch wenn sich gerade so ein kleiner Hater bei uns einkuschelt hier in unserer schönen Bude, in unserem Nestlein. Ihr liked doch immer fleißig dagegen und von daher macht mir das überhaupt nichts aus. Selbst wenn da 5 Dislikes auf einem Video sind, wenn ihr dafür 15 mal liked, dann soll es mir doch egal sein. Also von daher, Mensch, mein Deutsch ist mal wieder brilliant. Von daher vielen Dank für die Unterstützung, wie gesagt. Ja, finde ich wirklich cool, dass ihr mich so unterstützt mit Kommentaren, mit Likes. Freut mich immer sehr, die Kommentare zu lesen und so. Und das muss man natürlich auch mal sagen, ne? Dass es ohne euch natürlich wenig Spaß macht. Wenn ich zum Beispiel an einem Tag weniger Kommentare habe, dann merke ich auch schon, wie meine Motivation ein bisschen sinkt. Und dann gibt es einen anderen Tag, wo richtig viele Kommentare kommen. Und dann denke ich mir so, boah, geil, am liebsten würde es jetzt den ganzen Tag aufnehmen. Wäre es nicht so heiß. Ja, gut, ich möchte das Ganze jetzt aber auch gar nicht unnötig weiter in die Länge ziehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr von einem 24-Stunden-Livestream haltet, ob ihr euch auf den neuen PC freut und damit steigende Qualität. Übrigens kann ich dann auch in 60 FPS wahrscheinlich aufnehmen. Im Moment nehme ich nur in 30 auf und das ist teilweise echt... Ja, man merkt schon, dass es ein bisschen sich flüssiger spielt mit 60 FPS. Also, da freue ich mich dann auch auf jeden Fall drauf. Zumal YouTube das auch bald unterstützen wird, ne? 60 FPS. Dann habt ihr auch was davon. Habt ihr auch ein paar flüssigere Bilderchen. Na gut, das soll es jetzt von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.